Na, Männer, alles klar. Wir gehen direkt auf Manöverstation bzw. Gefechtstation. Wir konnten einige Torpedotreffer landen in diesem Geleitzug, den wir jetzt in der letzten Folge so ein bisschen unter Beschuss genommen haben. Allerdings bin ich jetzt erstmal gezwungen, auf Tiefe zu gehen, weil ich gehe mal davon aus, dass so langsam jetzt die Abrechnung kommt. Wir sehen mal zu, dass wir hier Ruhe ins Boot bekommen. Das sieht zwar aktuell schon alles ganz gut aus, aber sie scheinen mich aktuell auch tatsächlich geortet zu haben. Also mal schön ruhig bleiben, Männer. Ruhe im Boot. Das ist jetzt oberstes Gebot. Ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, das ist ein relativ großer Geleitzug, den wir hier unter Beschuss genommen haben. Und das ging jetzt auch eine ganze Weile gut. Zwischendrin musste ich mal abtauchen, aber geortet, so wirklich hatten sie mich bislang noch nicht. Also die haben eher so ins Blaue gefeuert. Ungefähr dorthin, wo sie mich eben zuletzt vermutet hatten. Aber das scheint sich aktuell zu ändern. Und ich gehe auch davon aus, dass demnächst Wasserbomben kommen. So, die Tiefenrudersteuerung. Damit muss ich mich auch noch ein bisschen auseinandersetzen. Das scheint aktuell die einzige wirklich ernstzunehmende Geräuschquelle hier im Boot zu sein. Bin mir aber nicht sicher, wie ich da entgegenwirken kann. Manuelle Steuerung. Ah, ich weiß es nicht. Bringt das irgendwas? Also wir sind auf jeden Fall geortet. Und jetzt kommen die Wasserbomben. Ach du Scheiße. Ruhig, Männer. Ganz ruhig. Wir gehen mal höher. Tiefe ändern ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Wie sieht es denn aus hier oben? Okay, also wenn die jetzt tatsächlich Wasserbomben geworfen haben, dann spucken sie an der falschen Stelle. Schauen wir mal. Okay. Direkt über uns, Herr Kaloy. Jetzt wird's interessant, Leute. Schiffsschrauben. Direkt mal auf große Fahrt. Wasserbomben. Okay, jetzt kommen die Wasserbomben. Jetzt könnte es tatsächlich ungemütlich werden. Kapitän? Die Mannschaft macht einen leicht angespannten Eindruck, was ich nachvollziehen kann. Ruhig, Männer, ist noch nichts passiert. Alles gut. Ja, da knarzt es im Gebälk. Aber das muss das Boot abkönnen. Hm, 10 Meter tiefer, Ellie. 150 Meter. Na? Wie sieht's aus?
brauche mal einen Maschinisten an den E-Motoren hier. Wir kommen hier schon raus. Ich habe hier ein deutlich besseres Bauchgefühl als in der letzten Folge. Legen Sie den Kurs an. So, Kurs ändern und ich glaube, Sie haben jetzt auch die Ortung verloren. Schauen wir mal. Was macht der Kollege? Zwei Kriegsschiffe haben nach hinten abgedreht. Und bei ihm habe ich jetzt schon den Eindruck... Naja, wobei... Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nochmal ein Häkchen schlagen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus, Männer. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Na, was macht er? Fängt er an zu spucken? Also die haben schon eine Vermutung, wo ich bin, aber die exakte Position haben sie aktuell definitiv nicht. Sehr schön, da hinten brennt's. Ja. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Sieht eigentlich alles nicht so schlecht aus. Wir ändern nochmal den Kurs. So, dann schauen wir mal. Also wir sind sie immer noch nicht losgeworden. Der Konvoi ist weitergezogen, aber die Kriegsschiffe drehen halt hier immer noch ihre Kreise und versuchen mich ausfindig zu machen. Was ihnen bislang zum Glück noch nicht gelungen ist. Moral ist natürlich immer wieder ein Problem, aber... Ist aktuell auch nicht zu ändern. Wir sind auf 160 Meter. Okay. Könnte klappen. Könnte klappen. Wir gehen höher. Auf 90 Meter. Und ändern den Kurs. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Die haben keine Idee, wo ich bin. Schneller, schneller! Das sieht verdammt gut aus. Nochmal stoppen. Schneller, schneller! Die Mannschaft hat sich wieder einigermaßen unter Kontrolle. Kann man wertvolle Erfahrungswerte sammeln, Kameraden. Okay, die Moral steigt auch wieder. Wir schauen mal, dass wir hier so ein bisschen rauskommen. Und dann geht's wieder ran an den Feind. Langsame Fahrt. Also ich glaube, das Gröbste ist erstmal ausgestanden.
Gut, wir tauchen auf. Wir riskieren es mal. Wir haben kurz vor 11. Die Dunkelheit sollte aktuell hilfreich sein. Und dann sehen wir zu, dass wir nochmal an den Konvoi drankommen. So, wie sieht es denn aus im Boot? Wir müssen auf jeden Fall mal lenzen. Hat sich doch schon ein bisschen Wasser angesammelt hier in der Zentrale. Wechseln auf Dieselmotor. Und hier brauchen wir auch mal einen Offizier, der uns mal die Rohre nachlädt. Bestätigt. Bewegung, los, schneller! So, Freunde. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jetzt geht's nochmal drum. Alarm! Auf Gefechtsstation! Oh, 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 oh. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay, wir haben wieder Sichtkontakt auf den Konvoi. Wir sind also wieder dran gekommen. Kurs setzen. Jawohl. Wir schwenken mal so ein bisschen aus. Bloß nichts riskieren. Tauchen aber auch direkt wieder auf, damit wir hier einfach schön dran vorbeiziehen können mit den Dieselmotoren. Zu Befehl. Und zwar mit großer Fahrt. Schneller, schneller. Sehr wohl, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. So, kleines Überholmanöver. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay. Es läuft. Kraftstoff ist noch über 50% aktuell. Und die Rohre werden beladen. Und wieder rein in die gute Dame. Also schon, es ist cool geladen. Es gefällt mir. Jawohl. Okay, so Rohr 4 müssen wir auch noch beladen und dann sind wir wieder Bewegung. Los, schneller. Bereit für den nächsten Anlauf. So, einmal ein bisschen schneller bitte hier. Bewegung, Bewegung! Ich werde euch beide machen, dass euch das Wasser im Arsch kocht. Scheint sie nicht wirklich zu tangieren. Ja gut, das ist natürlich auch... Gut Ding will Weile haben. Schön konzentriert arbeiten. Keine Fehler machen. Wir wollen ja keine weiteren Torpedoversager verursachen. So, vorziehen auf Regelstellung. Rohr 4 geladen. Rohr 4 ist geladen. Okay, also... Wir haben uns quasi mal am Konvoi dran vorbeigesetzt. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Und dann sehen wir zu, dass wir langsam aber sicher wieder näher dran kommen an den Geleitzug, um uns dann hoffentlich wieder in Schussposition bringen zu können. So, wie schaut's denn aus? Hm.
Mannschaft ist ja nicht ganz, aber halbwegs ausgeruht. Das passt schon. Legen Sie den Kurs an. Herr Kaloy? Wo ist mein Hydrofon? Schneller, schneller! Frage ich mich gerade. Schneller, schneller! Schneller, schneller! Na egal. Wir sehen mal zu, dass wir drankommen an die Gruppe hier. Legen Sie den Kurs. Sind jetzt eh schon ein gutes Stück dran vorbeigezogen. Können wir den Kurs ungefähr abschätzen? Zickzackfahrt dürfte ja beendet sein. Ich denke mal, die haben jetzt wieder einen festen Kurs eingenommen. Bisschen schwierig abzuschätzen. Aber ungefähr so würde ich sagen. Okay, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Wir gehen auf kleine Fahrt. Ja. Alle Maschinen stopp. Und ich denke, wir können praktisch hier auf Lauerstellung gehen. Was eigentlich eh ziemlich optimal ist. Und dann warten wir mal auf die Brüder. So. Die dürften nicht allzu lange auf sich warten lassen. Auf Seerohr tiefe. Und wir gehen auf Seerohr tiefe. Legen Sie den Kurs an. Kleine Fahrt voraus. Schneller. Die Holzkiste ist immer noch hinten auf dem Deck gelagert. Aber ich glaube, die hat eh keinen Einfluss, oder? Das ist einfach nur ein optisches Element. Ich habe die an Bord genommen in der letzten Folge, obwohl sie leer war. Und seitdem schippert die hier fröhlich mit. Was auch relativ wenig Sinn macht. So, Kreiselkompass aus. Hier haben wir schon den LI. Okay. Naja. Dann warten wir mal ab. Langsam sind sie auch in Horch-Reichweite gekommen, die ersten Schiffe hier. Also das heißt, wir sind genau auf Kurs. So, Lineal auspacken. Schauen wir mal. Also wenn man den grünen Pfeil ungefähr folgt, dann dürfte das so circa der Kurs sein. So. Vorausgesetzt, das sind jetzt die äußersten Schiffe.
Dann kommt der Konvoi ziemlich genau hier durch. Okay, da tauchen sie alle auf nach und nach. Ja, das wäre schon gar keine so schlechte Schussposition hier. Mhm. Störe auf 9 Uhr. Okay. Dann können wir langsam ans Eingemachte gehen hier. Frachter, Frachter, Frachter. Also die haben sich wieder komplett formiert, wie mir scheint. Zwei neutrale Schiffe sind auch dabei. Ja, die Qual der Wahl. Dann müssen wir uns überlegen, welche Ziele wir auswählen. Okay, hier sieht alles gut aus soweit. Ja, lassen wir so mal ein bisschen näher rankommen. Torpedokurs wird berechnet. Herr Kaloy. Maschinen sind natürlich gestoppt. Null Geräuschentwicklung. Es ist schon ein fetter Konvoi. Ich glaube, bislang der größte Geleitzug, den ich überhaupt entdeckt habe. Wenn wir jetzt hier so ein ganzes Wolfsrudel dabei hätten, das wäre ein Schlachtfest. So, jetzt geht's drum. Jetzt möglichst wenig Scheiß bauen. Feindlicher Zerstörer auf 10 Uhr. Zerstörer auf 10 Uhr. Ja, ist mir nicht entgangen. Hier wären wir bei 100%. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Torpedotiefe 2. Rohr 1. Los! Herr Kaloy? Rohr 2, bewässern! Rohr 2, fertig! Rohr 2! Los! Kapitän? Torpedokurs berechnen. So, das waren jetzt zwei Aale entgegen meiner Doktrin. Ich weiß. Torpedo ausrichten. Wir brauchen aber langsam echt mal Tonnage. Wir haben 4 Treffer gelandet und es ist keiner von denen abgesoffen bislang. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Dann drückt mal die Daumen, Männer. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. So, Rohr 3 bewässern.
Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 30 Sekunden. Rohr 3. Los! Rohr 3, los. Also von den Winkeln her sieht es ganz gut aus. Herr Kaloy. Sollen wir den auch noch unter Beschuss nehmen? 10 Sekunden bis Einschlag. Scheiße, der geht vorbei. Treffer. Nein, doch nicht. Treffer, sehr gut. Ausgezeichnet. Feindlicher Zerstörer auf. Ausgezeichnet. 9 Uhr. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 30 Sekunden. So, was machen die restlichen alle? 30 Sekunden. 20 Sekunden. Ich würde auf jeden Fall gern alle 4 Stück abgefeuert haben. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Bevor wir dann möglicherweise wieder abtauchen müssen, weil die Zerstörer wieder auf uns aufmerksam geworden sind. 10 Sekunden bis Einschlag. Nettes Grüppchen hier. Nette Armada. Der A ging daneben, Herr Kaloy. Scheiße, viel Schuss. Verdammt. Der A ging daneben, Herr Kaloy. Und der zweite auch. Ah. Sehr bedauerlich. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Na schön. Ich will jetzt einfach nicht mehr allzu lang warten. Weil die Zerstörer werden auch nicht allzu lang auf sich warten lassen. Rohr 4, fertig. Können wir da schon riskieren? 80%. Ach nee, Moment, das ist der gar nicht. Kapitän? Torpedo oder doch? Ausrichten. Ach nee, Moment. Da ist ja noch ein Aal unterwegs. Da ist noch ein Aal unterwegs. Scheiße. Los! Na gut, wir versuchen es nochmal. Rohr 4 los. 100 Meter. Und wir gehen erstmal auf Tiefe. Alle Rohre sind leer. Bis auf das Hecktorpedorohr. Dann brauche ich mal bitte den LI bei den vorderen Torpedorohren. Und dann laden wir mal die restlichen 3 Aale in die Rohre. Sein, dass ich mit den Zielen gerade echt was durcheinander gebracht habe. Es kann natürlich sein. Würde ich nicht ausschließen. Bei dem hatten wir doch schon Treffer gelandet, dachte ich. Wie sieht's aus? Torpedoversager. Torpedoversager. Wie lange sind wir eigentlich schon unterwegs? Ja, sicherlich lang genug, dass wir bei der nächsten Feindfahrt, also dann ab der nächsten Folge, die T3 Torpedos zur Verfügung haben. Und dann auch zum Glück wieder den Torpedo-Offizier dabei haben. Der fehlt mir. Guter Mann. Der fehlt mir wirklich. So, mal ein bisschen an der Uhr gedreht. Die Kriegsschiffe sind natürlich jetzt aktiv geworden, aber Torpedokurs berechnen. Wir riskieren es trotzdem mal. Sind auf Seerohrtiefe. Und schau mal, dass wir die letzten Aale auch noch rauspusten hier. Rohr 1 bewässert. So, Rohr 1 ist bewässert.
Rohr 1 bewässert. Rohr 1 los. Torpedo ausrichten. Torpedokurs berechnen. Torpedo ausrichten. Kapitän? Es ist alles insgesamt nicht wirklich zufriedenstellend. Also das muss wirklich besser werden. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir pusten noch einen raus. Rohr 2 fertig. Rohr 2 ist fertig. Herr Kaloy. 53%, 54, 55 kann man theoretisch schon riskieren. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 60. Und los. Kapitän? Torpedo ausrichten. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich glaube, der Zerstörer hat auch einfach mal so auf gut Dünken losgeballert. Kann das sein? Fast ein bisschen nah dran. Torpedo ausrichten. 20 Sekunden. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Oder geht das? 10 Sekunden bis Einschlag. Na? 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Einer wird doch wohl noch treffen. Der Aal ging daneben, verdammt, Herr Kaloy. Viel Schuss. Herr Kaloy? 20 Sekunden. Zehn Sekunden bis Einschlag. Die Zerstörer vermuten mich aktuell Treffer. Auf jeden Fall ganz woanders. Treffer, sehr gut. Wen hat's erwischt? Die Irma. Und der scheint auch tatsächlich abzusaufen. Herr Kaloy? Wenigstens was. Torpedokurs berechnen. Scheiße, für den haben wir keinen Torpedokurs. Das kriegen wir nicht mehr hin in der Kürze der Zeit. Also ich will natürlich auch unbedingt abtauchen langsam. Das wird nicht ewig gut gehen. Torpedokurs berechnen. Na, wo ist er denn? Komm. Torpedo ausrichten. 18%. 17, 18, 20. Torpedokurs berechnen. Herr Kaloy. Oh. Torpedo ausrichten. Das sieht nicht gut aus.
Na gut, Empire Lagoon. Die kommt natürlich jetzt auch in einen ganz fantastischen Winkel hier. Da ist auch noch ein Kriegsschiff. Hat der den Kurs schon geändert? Das ist natürlich, also wenn mich jetzt einer anpeilt, dann bin ich natürlich... Dann gibt es ein Staatsbegräbnis. Empire Lagoon, 90%. Das muss reichen. Perfekter Schusswinkel. Wann, wenn nicht jetzt? Rohr 3, bewässert. Rohr 3, los. Und auf Tiefe gehen. Schnell auf Tiefe gehen. Alarm! Alarm tauchen! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Prima Idee. Hier den Alarm anzuschmeißen. 30 Sekunden. Super Idee. Kann man das irgendwie unterbinden? Das wäre nicht schlecht. So, wie schaut's denn aus hier an der Wasseroberfläche? Ordentlich was los. Fährt da Geleitzug. Die Korvette hier dreht auch schon ab. Könnte ungemütlich werden. Jawohl! Treffer. Den hat's richtig schön ein paar Meter aus dem Wasser gehoben. Schäden? Naja, nicht unerheblich, würde ich sagen. Deck steht in Flammen. Die Seitenwand ordentlich aufgerissen. Dann hoffen wir das Beste. Und wie üblich, ich denke mal, jetzt kommt die Abrechnung. Sonarwellen, Herr Kaloy. Ach du Scheiße. Jetzt kommt der Sonar. 150 tiefer, Ellie. Auf 150 Meter gehen. Verdammte Sonarpeilung. Wie sieht's aus? Es knarzt ein wenig im Gebälk, aber wie ihr alle wisst, das muss das Boot abkönnen. So, was sagt die Karte? 1, 2, 3, 4 Kriegsschiffe. Sind auf der Suche nach dem Verursacher der Schäden an der Wasseroberfläche. Der läuft schon ziemlich genau auf uns zu. Legen Sie den Kurs an. Okay, mal einen Haken schlagen. Oder... Kapitän? Das ist wahrscheinlich der Kollege mit dem Sonar. Wasserbomben. Da kommen die Wasserbomben. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Unangenehme Situation. Äußerst unangenehm.
Ganz ruhig bleiben, Männer. Wir kommen hier schon raus. Ich würde mal sagen, der hat an der verkehrten Stelle gespuckt. Und zwar an der ganz verkehrten Stelle. Und das trotz so nah. Wir gehen mal auf kleine Fahrt. Und wir gehen ein bisschen höher. Stellungswechsel sozusagen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schauen wir mal, ob wir uns davon schleichen können. Erstmal alle Maschinen stopp. Was machen sie? Zu viert sind sie auf jeden Fall unterwegs. Auf der Suche. Nach dem deutschen Boot. Oh, 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 oh. Das könnte ungemütlich werden. Aber bislang haben sie wirklich noch keinen einzigen Treffer gelandet. Scheinen nicht unbedingt die erfahrensten Seebären da oben zu sein. Sonarwellen, Herr Kaloy. Scheiße. Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Verdammtes Estik. Tiefer. 150 Meter. Das wäre doch gelacht. Also geortet haben sie uns aktuell auf jeden Fall. Aber sie macht nichts draus. Was spielen die Brüder für ein Spiel? Ich glaube, die haben die Fühlung verloren. Mhm. Das sieht ziemlich vielversprechend aus. Boah, Leute. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay. Wir sehen mal zu, dass wir uns davon stehlen können. Kleine Fahrt. Oh, 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 oh. Da kommt er wieder angerauscht. Sollte uns aber theoretisch nicht entdeckt haben. Nee. Alles gut. Alles gut. Kleine Fahrt. Schneller! Und da haben wir auch noch die Irma. Also schön.
Dann lassen wir uns mal noch ein bisschen Zeit hier. Gehen auf Seerohrtiefe. Und riskieren mal einen Blick. Na gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir auf Seerohrtiefe kommen. Das lief ja erstaunlich gut. Keine einzige Wasserbombe ist auch nur annähernd irgendwo in gefährlichen Regionen runtergegangen. Abgeworfen haben sie definitiv was, wenn man den Meldungen Glauben schenken darf, aber weit ab. Alles ganz weit ab. Und das alles trotz mehrfacher Solarpeilungen. Also entweder sind das da wirklich richtig blutige Anfänger oder ich hatte einfach nur unwahrscheinliches Glück. Kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt so wahnsinnig viel richtig gemacht habe, um ehrlich zu sein. Naja. Allerdings auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, tonnagemäßig ist das alles noch ziemlich überschaubar, obwohl wir relativ viele Treffer gelandet haben, aber ich glaube, die meisten sind tatsächlich weitergefahren. Und ich habe das dann auch nicht mehr ausreichend im Blick behalten alles. Ich glaube, da sind einfach viele sind weitergefahren. Einen direkten Abschuss hatten wir noch hier innerhalb dieses Geleitzuges. Und der Kollege hier ist liegen geblieben. Ich weiß auch nicht, nicht wirklich zufriedenstellend. Also ich meine, wir haben nichts abbekommen, wir sind nicht abgesoffen. Wir konnten Treffer verzeichnen, aber aktuell haben wir zwei Schiffe versenkt. Nicht sonderlich glorreich. Wir können sicherlich noch ein drittes draus machen. Aber damit haben wir, glaube ich, auch noch nicht mal die Tonnage erreicht, was jetzt ja aktuell eigentlich mein Ziel ist. 7000, ich meine, das ist jetzt auch nicht das Mega-Ziel, was man hier erreichen muss. Also da muss ich mich dringend verbessern. Fast alle Torpedos verschossen. Und nicht mal nicht mal 7000 gemacht, ja. Also das kommt alles in Ordnung, wenn wir die T3-Torpedos verfügbar haben und der Torpedo-Offizier wieder an Bord ist. Dann schaut die Welt ganz anders aus. So. Dann bringen wir uns mal in Position. Fahren den Stängel mal aus und nehmen den Kollegen mal aufs Korn hier. Der müsste dann ja genau hier sein. So. Ein Liberty Ship. Naja, er hat schon über 7000. Er ist natürlich nicht so schlecht. Aber wahnsinnig ärgerlich ist es einfach, oder wahnsinnig schade um die Treffer, die letztlich nicht abgesoffen sind, sondern weitergefahren. Ach, schau an, die Empire Lagoon. Ja, ja. Naja. Dann wollen wir mal 1WO. Torpedokurs berechnen. Torpedokurs berechnen. Jawohl. Torpedo ausrichten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, also die Kriegsschiffe sind auf jeden Fall weitergefahren. Die haben es aufgegeben.
Jetzt müssen wir sowieso mit dem Hecktorpedorohr agieren. Deswegen schauen wir mal, dass wir hier in eine vernünftige Position kommen. Moment mal. Kommen wir da dran vorbei? Ah, ich sollte mal abdrehen. Nicht, dass ich jetzt hier eine Karambolage verursache. Oh, das sieht aber... es könnte peinlich werden. Wir tauchen mal ab. Wir tauchen unten durch. Kein Problem, kriegen wir hin. Alles gut. So. Geschmeidig. So. Dann bringen wir uns hier ungefähr in Schussposition, dann passt das schon. Auf Zero-Tiefe. Und dann kriegt der noch seinen wohlverdienten Fangschuss. So. Bisschen noch. Und alle Maschinen stopp. Ja, 600 Meter. Das ist, glaube ich, so ziemlich die Mindestdistanz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schneller, schneller! Wir sehen zu, dass wir noch ein bisschen Abstand gewinnen. Und stoppen die Kiste. Und das sollte passen. Okay. Dann ab ans Angriffsseerohr. Er schläft ganz gerne hier, mein Kaloin. Ruht sich sehr, sehr gerne aus. Ab in den Kommandoturm. Torpedokurs berechnen. Torpedokurs berechnen. Herr Kaloy? Okay, sieht gut aus. Der scheint eh schon ziemlich vollgelaufen zu sein, oder? Aber gut, also auftauchen traue ich mich jetzt einfach nicht. Dazu sind die Kriegsschiffe noch viel zu nah dran. Dem spendieren wir den Aal. So, Rohr 5 bewässern. Rohr 5 ist bewässert. Rohr 5 bewässert. Rohr 5, los. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Kapitän? Herr Kaloy? Der darf aber in jedem Fall schon mal direkt nachladen. Ei, ei, Herr Kaloy. So, letzter Torpedo. Bewegung! Los, schneller! 20 Sekunden. Oh, bitte, bitte, bitte. Der kann doch eigentlich gar nicht daneben gehen. 10 Sekunden bis Einschlag. Torpedoversagen. Oh. Ja, daneben gehen kann er nicht, aber er kann versagen. Verdammt, verdammt, verdammt. Torpedo ausrichten. Teurer Spaß. Herr Kaloy?
Beste Torpedos. Stück für 25.000 Mark. Kapitän? So. Scheiße. Kann das sein, dass ich den letzten Aal gar nicht vorgewärmt habe? Kann das sein, dass mir das öfter passiert ist auf dieser Feindfahrt? Normalerweise macht das doch der Torpedo-Offizier von ganz alleine, oder? Kann das sein? Rohr 5 geladen. So, Rohr 5 ist geladen. Verwalten der Torpedos. Torpedo vorwärmen. Bestätigt. Verdammte Scheiße. Ich glaube, ich habe das jetzt einige Male einfach nicht beachtet, oder? So. Jetzt ist das Torpedo-Symbol nämlich unten auch rot. Das war es doch vorher nicht, oder? Verdammt. Ja, das erklärt natürlich so einiges. Torpedokurs berechnen. So, Kurs neu berechnen. Ja, jetzt ist auch hier das Torpedo rot markiert. Scheiße. Okay. Das ist wohl ein Eintrag ins Kriegstagebuch wert. Rohr 5, los! Wetten, der trifft jetzt. Getroffen hätte der davor auch schon. Aber der wird jetzt auch explodieren. Mann. 30 Sekunden. Zehn Sekunden bis Einschlag. Jo. Das dürft's gewesen sein. Dem hat's das Rückgrat gebrochen. Ja, verdammt ärgerlich mit dem Vorwärmen. Ich glaube, ich habe das jetzt... Ich muss mir das Video nochmal anschauen, aber ich hab das, glaube ich, bei einigen Aalen jetzt einfach übersehen im Eifer des Gefechts. Nicht drauf geachtet. Schöne Scheiße. Na gut. Sollen wir es wagen, nochmal aufzutauchen? Ich meine, die haben sich schon gut entfernt jetzt, der Konvoi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wobei... Nee, ich fahre nochmal zurück, wo wir ursprünglich die ersten Schiffe unter Beschuss genommen haben. Und ich schaue mal, ob ich da noch irgendwas finde. Ob da noch irgendwas liegen geblieben ist, was mir hier möglicherweise auf der Karte nicht angezeigt wird. Und wenn das nicht erfolgreich ist, dann sehen wir uns gleich wieder auf der Rückfahrt. So, und wir sind auf der Rückfahrt. Also... Ja, nichts mehr gefunden. Da war nichts mehr zu holen. Also alle Schiffe, die ich angeschossen habe mit Torpedos, die beschädigt wurden, sind offenbar tatsächlich nicht abgesoffen, sind einfach weitergefahren mit dem Geleitzug. Aber wir haben hier gerade aktuell noch auf dem Rückweg zumindest was ausmachen können. Und den nehmen wir jetzt einfach mit dem Bordgeschütz unter Beschuss. So, scheint ein Einzelfahrer zu sein. Auf dem Weg nach La Rochelle haben wir den noch aufgebracht. Legen Sie den Kurs an. Ja, ist noch ein gutes Stück entfernt.
Bordgeschütz ist schon mal bemannt worden. Dann nehmen wir den wenigstens noch mit. Torpedo ausrichten. Ich meine, ein bisschen Tonnage haben wir jetzt schon eingesackt, aber es ist natürlich alles nicht zufriedenstellend. Weit davon entfernt. Wenngleich auch die Operation oder die Mission, der Auftrag in dem Sinne schon abgeschlossen wurde. Die nehmen den jetzt echt schon unter Feuer. Auf die Entfernung. Da schauen wir. Halte ich für etwas ambitioniert, aber gut. Ja, schon nett gemacht. Also ob die den auf die Entfernung treffen, weiß ich ja nicht. Aber ich lasse mal machen. Wir haben genügend Munition an Bord und haben jetzt auch ein bisschen was durchstehen müssen. Die Männer sollen sich ruhig ein bisschen austoben hier. Der ist noch verdammt weit weg. Sind die denn wahnsinnig? 5 Kilometer, ja, ein bisschen weniger als 5 Kilometer. Schauen wir mal. Kapitän? Ich kann dem nicht auf die Schnelle irgendwie Feuer einstellen befehlen, oder? Das geht nicht. Naja, komm. Lass mal den Herr Kaloin hier persönlich als Geschütz. Wird die Sache nicht viel besser machen. Schauen wir, dass wir ein bisschen näher dran kommen. Ich weiß nicht. Schwierig mit dem Seegang. Aber sieht nicht schlecht aus. Ja, wobei. Feuer an Deck. Das sieht schon nicht so schlecht aus. Das passt schon. Gut gemacht, Männer. Der steht in Flammen. Schöne dicke Rauchsäule, das passt schon. Er stimmt mich jetzt doch ein bisschen versöhnlich für den Abschluss, muss ich sagen. So, das war's. Der ist Geschichte. Ja, schauen wir uns das mal an. Vielleicht finden wir noch was. Also wir hatten es ja ganz am Anfang schon, der Feindfahrt. Allerdings in dem Fall nur leere Kisten aufgesammelt. Ich habe ja auch keine Ahnung, was man außer Proviant theoretisch noch finden könnte dort. Also vielleicht gibt es ja auch irgendwelche speziellen Items, Ausrüstungsgegenstände, irgendwas in der Richtung. Vielleicht lohnt sich das ja tatsächlich. So, das war dann wohl noch so der Gute-Nacht-Funk, der gerade reinkam. Naja, seht ihr mal, die konnten noch von Deck gehen, von Bord gehen. Zumindest ein paar. Wir sind ja keine Unmenschen. Das sieht aus wie Treibgut. Da ist schon irgendwas im Wasser, was wir möglicherweise einsammeln können. So, noch ein letztes Mal. Ab auf die Brücke. Die ziehen wir mal vom Bordgeschütz ab hier, die Jungs.
Good luck. Ich würde ihn ja tatsächlich, wenn ich könnte, Proviant abgeben. Wäre überhaupt gar kein Thema. Aber ich glaube, die Möglichkeit besteht nicht. Sie sehen ein bisschen eingeschnappt aus, finde ich, wie sie da so dahin tuckern mit ihren Nussschalen. Kann ich verstehen. So, Holzkiste. Ja, leer. Ist alles leer, oder? Was ist denn das? Nichts drin. Ne. Kann man vergessen. Schade. Die Kiste fährt immer noch mit. Ja. Ja, nicht viel übrig geblieben. Aber tatsächlich hier mit Außenbordmotor, ne? Erstaunlich, erstaunlich. Ja, ja, dann sieht man zu, dass er heimkommt. Und wir tun das Gleiche. Tauchen nochmal ab. Denn wir haben auf dem Rückweg gerade nochmal einen Fliegeralarm reinbekommen. Das wäre jetzt natürlich noch ein bisschen ungemütlich hier. Sieht aber ganz gut aus. So, lass mich runter. In die Zentrale. So, ich denke, wir können mal wieder Licht anmachen hier. Seit Stunden mit Rotlicht unterwegs. Ah, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Frühzeitig entdeckt, sofort abgetaucht. Schaut es in der Küche aus. Bestens. Na, dann soll uns der Smooth mal ein schönes Mahl zubereiten. Und wenn alles gut geht, kriegt jeder noch eine halbe Flasche Bier. Alles gut, Männer. Wir sind gleich zu Hause. Keine Sorge. Über 125 Meter. So. Ja, müssen wir einfach noch zusehen, dass wir die Flieger loswerden. Und dann können wir schauen, dass wir heimkommen. So, dann wollen wir mal den entsprechenden Eintrag verfassen. Da habe ich schon mal erwähnt, dass ich dringend mal so einen vernünftigen Mikrofonhalter brauche. Das ist ein bisschen ungünstig hier mein Setup. So, Rückmarsch. Die sollten wir schon losgeworden sein. Die suchen jetzt noch so ein bisschen. Tauchen auf 50 Meter. Und
werden dann auf Feierabend machen. Ja, wir sind raus. Was machen die da? Werfen die da? Oh, oh, oh. Nee, alles gut. Alles gut. Okay, jetzt aber Rückmarsch. Und La Rochelle hat uns so gut wie wieder. Wurde auch Zeit. Also ich habe das natürlich alles so ein bisschen zusammengeschnibbelt oder zumindest versucht, so gut das halt ging. Ah, das war jetzt schon eine lange Feindfahrt. Hör mir auf. Man sollte relativ viel Zeit einkalkulieren, wenn man rausfährt. Das waren jetzt ein bisschen über 3 Stunden. So. Mehr oder weniger erfolgreich, die ganze Geschichte. Ordentlich Treffer gelandet, aber eben einfach nicht so wahnsinnig viel versenkt. Aber immerhin, die geforderte Tonnage. Und jetzt auf dem Rückmarsch noch den Einzelfahrer mit der Bordkanone zu den Fischen geschickt. Ist schon okay, die Männer haben sich Musik verdient. Ah, La Rochelle. Endlich. Kaum erwarten. Eine heiße Badewanne, aus den versifften Klamotten rauskommen. Ein vernünftiges Essen. Festen Boden unter die Füßen. Keine Wasserbomben. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Ort noch. Und endlich den Torpedo-Offizier wieder an Bord nehmen zu können. Und dann eben auch ab der nächsten Feindfahrt endlich die T3-Torpedos zur Verfügung zu haben. Ja, das passt schon, ich glaube. Man kann ganz positiv gestimmt sein hier. Und das Wichtigste, wir sind nicht abgesoffen. Wir sind noch am Leben und wohlauf. Keinen einzigen Todesfall zu verzeichnen gehabt hier auf der Feindfahrt. Keiner ernsthaft durchgedreht. Doch, ich glaube einer, ne? Aber das war's doch schon. Herzinfarkt oder dergleichen. Also alles gut. Ja, auch den Song gibt's tatsächlich im Spiel. Sehr, sehr geil. Ach, was ein schönes Spiel. Was für ein schönes Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Feindfahrt. Dann hoffentlich wieder deutlich effektiver, dank eurer Kommentare, die jetzt hier nicht mehr mit eingeflossen sind, werden natürlich in die nächste Feindfahrt mit einfließen. Dazu die verbesserten Torpedos. Meinen geliebten Torpedo-Offizier werde ich wieder mit an Bord haben. Und T3-Torpedos. Kann nur besser werden. Und noch sind wir in 1941. Also obwohl wir jetzt schon Sonarprobleme hatten, so, aber das war ja alles noch... Ich würde mal sagen, relativ ungenau. Da ist nicht wirklich was passiert. Passt schon. Alles gut. Herr Kaloy? Kapitän? Bestätigt. Gute Männer, muss ich sagen. Gute Männer. Bestätigt. So, machen wir mal Radio La Rochelle an hier.
Ist relativ leise, ich weiß nicht, ob man es hören kann im Video, aber. Deutlich ungemütlichere Musik, sagen wir es mal so. Die hier im Heimatradio läuft. So, andocken. Und das soll es dann auch endlich gewesen sein für diese Feindfahrt. Mäßig erfolgreich, würde ich mal sagen. Aber immerhin an einem Stück zurückgekommen. Das passt schon. Also Männer, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Feindfahrt wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut.